sage willkommen zurück zu einer weiteren fantastischen Folge IDK Gaming for You. Ich bin der Dennis und wir spielen Harry Potter Hogwarts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir haben in der letzten Folge einen Laden gekauft und um den Kauf jetzt abzuschließen, müssen wir hier einmal mit unserem neuen Haus-Sales-Elfen Penny reden. Also, lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da und wir legen wie immer direkt los. Puff! Es ist soweit, Penny. Der Laden gehört mir. Oh, Penny freut sich sehr. Penny hatte gehofft, dass Sie den Laden erwerben würden. Ich bin froh, dass du mir zur Seite stehst. Du liebe Güte, Sie sind zu freundlich. Penny wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Es gibt viel zu tun. Der letzte Mieter ist überstürzt aufgebrochen, also sind eine Reinigung und Reparaturen nötig. Und ich muss gleich gestehen, es hört sich oftmals so falsch an, was Penny sagt. Sie wird alles tun, um den Laden zum Erfolg zu führen. Ich habe ja schon gesagt, in der letzten Folge, wir machen ein OnlyFans auf, aber das hört sich eher wie ein Elfenhurenhaus an. Also, ja, lass uns mal anfangen. Gut, gehen wir es an. Penny ist bereit. Let's go. Zu zweit bringen wir diesen Laden im Handumdrehen auf Vordermann. Alter, was hat denn der hier rumgewütet, Mann? Was verkehrt bei dem Jungen? Es geht doch nichts über harte Arbeit. Du hast ja noch nichts getan bisher. Oh, Penny kann schon sehen, was möglich ist. Ah, guck, jetzt fängt es an zu schrubben hier. Brav, brav. So muss das sein. Geil. Das ist cool. Harry Mason wollte, dass Penny ihnen diesen Schlüssel gibt. Er öffnet eine Truhe im Hinterzimmer des Ladens. Oh ja, das hatte sie erwähnt. Darin sind die Sachen ihres verstorbenen Ehemanns. Penny fragt sich, ob sie die Truhe öffnen sollten. Hältst du schon wieder die Luft an? Was verrätst du mir nicht, Penny? Oh, irgendwas stimmt mit dieser Truhe nicht. Irgendwas stimmt mit dieser Truhe nicht. Am Ende werden wir noch irgendwie gesnatcht oder so. Revelio. Irgendwas stimmt mit dieser Truhe nicht. Ich hab's euch gesagt, Leute. Passt nur auf. Holy shit. Lass mich raten, da sind alle anderen Ladenbesitzer. Und wenn du da reingehst, kommst du nicht wieder raus. Holy moly. Ah, das ist ja eine dubiose Truhe da. Mann, Mann, Mann. Ich wechsle gleich mal. Guck mal unten rechts. Auf mein Zauberausrüstungskit zur Verteidigung. Alter, ich schwör's euch. Wir werden gleich gekidnappt und von Stephen King angegriffen oder so. Okay. Überhaupt nicht gruselig. Am Ende ist sie noch Menschenfleischfresserin oder irgendwie so. Ich kann hier nicht mal irgendwas looten. What the heck? Finden wir jetzt ihren Mann oder so vielleicht sogar noch? Alter. Werden von Puppen angegriffen? Ach hier. Ich will das nicht hoffen. Sonst muss ich euch leider alle platt machen. Da ist noch so eine Puppe. Ich zerstöre die alle sicherheitshalber gleich mal. Zack. Und du auch noch da drüben. Ich sehe dich nicht, da wie du am Boden sitzt. Hier. Den kann ich nicht kaputt machen. Okay. Seltsam. Warum sollte hier jemand einen einzelnen Hut aufbewahren? Okay. Das war's schon? Nicht besonders einladend. Die Tür ist zugefallen. Uncool. Oh, uncool. Uncool. Wie schön, jemand zum Spielen. Wohl eher der gerissene Typ. Das wird ein Riesenspaß. Shit, ich wusste's doch. Zumindest für mich. Okay, wo muss ich hin?
Dann mach ich mal. Ah, das kann ich auch nicht machen. Okay, dann bleibe ich auf Angriff. In dem Raum gibt es aber nichts, wo ich hin kann tatsächlich. Okay. Dann muss ich doch tauschen. Sorry. Ja, und jetzt drüber. Und Reparo brauche ich jetzt erstmal nicht. Bipa bipa bo. Los, machen wir hier. Lumos. Ah, was geht hier so? Lumos. Boah, Lumos ist ganz schön hell. Die ist neu. Na dann mal weiter. Was ist neu? Ah, die Tür. Okay. Was du? Wer ist da? Was zur Hölle? Revelio. Diese spooky fucking Ding-Puppen. Revelio. Akio. Repulso. Akio. Verpisst euch. Revelio. Alter, was eine gruselige Folge. Akio. Repulso. Akio. Ich denke mal, ich muss da hoch. Wo sind meine Fähigkeiten? Okay. Hier komme ich wahrscheinlich da hoch, oder? Nee. Wie komme ich da hoch? Hier drüben? Nee, hier komme ich auch nicht hoch. Da komme ich auch nicht hoch. Revelio. Nope. Revelio. Levioso ist es auch nicht. Wingardium Leviosa. Nee, kann ich hier auch nirgendwo nutzen. Okay. Gehen wir mal zurück. Revelio. Aber ich kann hier. Ich kann doch hier weiter. Ich höre auch Schritte da oben. Akio. Wingardium Lumos. Ah, okay. Okay. Ich bleib mal bei Lumos. Lumos funktioniert gut. Ah, wer bist du denn? Das ist ja sympathisch hier. Alter. What the fuck? Ah, ich muss immer zu diesem. Guck an. Ich muss immer zu diesem Kasperle. Revelio. Lumos. Aber der war ja jetzt in der anderen Ecke. Der war erst hier in der Ecke. Und dann war er hier in der Ecke. Wo ist jetzt der Kasperle hin? Was eine gruselige Folge, Leute. Mir läuft's kalten Rücken runter. Fledermäuse. Toll. Revelio. Lumos. Okay. Was ist das hier? Das sieht so aus, als müsste ich damit interagieren. Okay, wo scheint, ist die... Als sollte ich dort etwas aufhängen. Da ist die Lampe. Akio. Komm mal her hier. Wingardium Leviosa. Häng dich mal da rein. Wieso öffne dich? Wahrlich erleuchtet!
Oh mein Gott, ist das cool gemacht. Ich fühle mich ja wie im Stephen King Horrorfilm. Schon wieder muss ich tauschen. Lumos. Alter, ist das cool gemacht. The fuck. Oh, Sie sind so schnell so weit gekommen. Gut. Sie sind vielleicht genau die Person, die ich gesucht habe. Ich hoffe, Ihnen gefällt mein Spielplatz. Erzählen Sie ruhig allen davon, sofern Sie es hier herausschaffen. Versuchen Sie es. Wenn Sie das Ende erreichen, treffen wir vielleicht eine Art Abmachung. Ich will doch auch, dass Ihr Laden Erfolg hat. Voll der Mozartgeist. Wie war der Spruch? Alles hat zwei Seiten. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ach, der wirft tatsächlich so Zeug auf uns, ne? Aber da geht's raus, da will ich noch gar nicht. Ich bin noch gar nicht raus eigentlich. Kann ich da durch? Nee, da ist noch zu. Hier gibt's noch eine schöne Truhe. Ah, ich muss entweder nach links oder nach rechts. Okay. Ich verstehe und er stellt mich jetzt vor die Wahl sozusagen. Ich gehe dann mal rechts. Ich liebe diesen blühenden Ort. Sie nicht? Aber Blattwerk überlebt nicht lange in der Dunkelheit, wie die meisten Organismen. Okay. Kommen noch nicht durch und hier brauchen wir wieder wahrscheinlich zwei Lampen. Ob ich die Laternen platzieren muss, um diese Tür zu öffnen? Ja, aber wo sind die Laternen, ist die Frage. Revelio. Ah, ich glaube, ich habe eine gesehen. Ich bin unsichtbar. Na dann komm mal mit. Wingardium Leviosa. Das war der erste Streich. Revelio. Drüben ist die andere. Wo finde ich noch so eine Lampe? Da drüben ist eine. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder da raus? Die Tür ist jetzt hier offen. Das ist ja echt freaky, Alter. Was eine Gruselfolge. Revelio. Was ist das? Ein Spiel im Spiel? Oh. Ein Spiel im Spiel! Ja, ich würde schon Schach spielen mit dir. So ist es nicht. Okay. Lass mich raten, ich darf nicht da irgendwo drauf treten, wo es rot ist. Kann ich hier mit meinem Besen fliegen? Nee, natürlich nicht. Oh shit. Aber doch nicht so. Das war das falsche Feld. Okay. Verstehe. Revelio. War zu Risiko. Das war nicht allzu schwer. Okay. Ach herrje, ich hoffe, Sie haben auch so viel Spaß wie ich. Was eine gruselige Folge. Und was eine lange Nebenmission. Leute. What the fuck? Ich brauche vor allen Dingen. Ach, wie komme ich denn jetzt darüber? Muss ich hier klauen? Ja, wahrscheinlich. Wingardium Leviosa. Okay. Ah ja, wunderbar. Accio. Wingardium Leviosa. Dann ist das wohl der erste Streich. Revelio.
ist jetzt die Frage, kann ich die mitnehmen da hinten? Ich kann die nicht mitnehmen. Nee. Ich kann die nicht mitnehmen. Okay. Revelio. Wo ist die nächste? Es gibt auch keinen anderen Weg hier, ne? Wo ist die nächste? Alter, dieser knisternd knacksende Sound noch. Muss ich wahrscheinlich über die Seite hier gehen? Okay. Ja. Okay, ich verstehe. Ah, ja. Uncool. Hör doch auf, mit Sofas nach mir zu werfen. Alter, hier auf einmal, ne? Boom! Ich mach euch alle platt. Oh, ich habe Vingardium Leviosa. Beunruhigt es Sie, dass ich Sie sehen kann, aber Sie mich nicht? Revelio. Nee, nicht wirklich. Das sollte es. Kann er mich hören? Nee, gesagt. Hauptsache, ich krieg schön Loot. Oh mein Gott, du Wichser, Alter. Oh mein Gott. Alter, das ist echt eine gruselige Folge. Also ein paar Mal kriegt er mich ja schon, gell? Die Frage, ob ich darüber springen kann. Ah, nee. Vielleicht nehme ich einfach die Tür. Ich würde Ihnen ja einen Platz anbieten, aber ich räume gerade um. Und wir wollen ja auch nicht, dass Sie es sich jetzt schon wirklich machen, nicht wahr? Alter, hat er mich noch getroffen mit seinem Kackstuhl? Es gibt hier zwei Wege. Lumos. Muss ich mal ein bisschen Licht machen. Okay, pass auf. Das ist der zweite Streich. Muss hier die dritte gleich noch irgendwo kommen. Lumos. So, wo ist die drei? Jetzt die Frage, kann ich darüber springen? Mop. Ups. Warum sagt der 71 Meter darüber? Ich kann nicht darüber springen. Nicht, dass ich da hinten was vergessen habe oder so. Passt schon. Da komme ich auch nicht mehr zurück. Also das ist schon richtig so der Weg hier. Aber wo finde ich denn noch so eine Laterne? Sonne, Mond und Sterne. Hier komme ich auch nicht lang. Doof. Revelio.
Kann ich die hier einfach klauen oder? Nehme ich die halt einfach und tue die hier hin. So, Sesam, öffne dich. Geht nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre von der ersten Position die an die zweite Position zu machen. Die hier hin zu machen, weißt du? Aber ich weiß halt nicht, wo die dritte ist. So. Aber um die Tür zu öffnen, brauche ich wahrscheinlich noch eine dritte. Wo krieg ich die dritte her? Es wird mir auch noch angezeigt, dass das unvollständig ist. Lumos. Verdammte Axt. Ah, jetzt ist die Tür offen. Darf ja nicht wahr sein. Okay. Ah, cool. Endlich Gegner. Komm, gib mir mehr Gegner. Einfach. Das Kampfsystem ist einfach nur geil. Oh, was eine krasse Folge. Lumos. Okay. Hier kann ich weiter. Schuluniform. Nett. Es war gerade auch noch ein bisschen anders hier. Aber okay, soll mir recht sein. Zack. Und dann komm mal mit. Was für Rätsel hier auch immer, ne? So, dann hier kann ich das zweite Ding öffnen. Alter, was für eine spooky Folge. Krasser Scheiß. Ich will es auf jeden Fall jetzt mit euch noch zu Ende spielen, weil das interessiert mich einfach extrem. Revelio. Bosskampf. Es gibt umsonst nochmal Tränke. Ich glaube, gleich kommt der Bosskampf. Geiler Shit. Oh yeah. Zeit, die Einsätze zu erhöhen. Was? Oh, wo soll das nur hin? Oh, wo soll das nur hin? Oh, wo soll das nur hin? Warum schießt er denn die ganze Zeit da runter? Konfringo!
cool. Gut, ne? The fuck? Okay. Das war's? Ernsthaft? Okay. Alter, ernsthaft? Okay, Leute, das wird eine Doppelfolge. Aber ich will euch das an einem Stück geben. Ich habe den akademischen Weg eingeschlagen. Bücher werden nicht reichen, um mich zu schlagen. Okay. Alter. Rivelio. Stuhl. Gleich mal kaputt machen hier. Rivelio. Okay. Immer diese Gruselszenarien. Lumos. Krasse Scheiße. Oh, die Jalaugen. Alter. Ernsthaft? So ein krasser Dude, Mann. Ouchi, Ouchi. Gerade noch ausgewichen. Lumos. Wie oft soll ich jetzt hier im Kreis laufen? Wir drehen uns im Kreis, was? Sie können ihre Schritte zurückverfolgen. Wir sollen unsere Schritte zurückverfolgen. Das heißt, wahrscheinlich sollen wir jetzt einfach in die andere Richtung laufen. So rum. Und dann ändert sich wieder irgendwas. Siehst du? Oh mein Gott. Ist das cool gemacht. Oh, du Ficker. Was zum Lumos? Alter, was eine gruselige Folge. Holy shit. Alter, ich laufe hier die ganze Zeit hin und her. Alter, Alter, Alter. Rebellio. Okay. Holy fucking moly. Was für eine Freak vor. Was für eine Freakshow, Alter. Alter. Lumos. Was eine Freakshow. Oh fuck, sind das alles Gegner? Radium Leviosa.
In Zentrum. Oh, da verpisst euch mal von mir. Von allen Seiten kommen sie jetzt. Alter, was eine gruselige Folge. Na, Fingardium. Fingardium Leviosa. Okay, erster Streich. Und jetzt? Rebellion. Wo ist die zweite? Lumos. Noch kann ich da nicht lang. Ich denke mal, hier geht's Richtung 2. Yep. Hier geht's Richtung 2. Betrachten Sie die Dinge doch mal aus einer anderen Perspektive. Cool gemacht. Okay. Ja. Okay. Moment, betrachten Sie aus einer anderen Perspektive. Was ist der hier? Revelio. Oder Revelio? Nee. Das war's schon mal nicht. Wenn ich unsichtbar bin? Auch nicht. Krasse Folge, Alter. Krass. Lumos. Ha. Alter, es ist alles verkehrt rum jetzt hier. Wie komme ich jetzt dahin? Das ist ja freaky. Hier ist noch alles richtig rum. Aber ich denke, ich bin da schon richtig unterwegs, also lass uns mal weiter hier lang laufen. Rebellion. Lumos. Vingadium Leviosa. Rebellion. Ich kann damit auch nicht interagieren. Durch die Tür komme ich nicht. Schwierige Nummer. Leicht macht das uns nicht. Der Dude. Hier oben waren wir gerade. Da bei der Tür waren wir auch gerade. Wie komme ich denn zu der Tür? Rebellion. Kann auch nichts verschießen oder so, ne? Oh, Mann, ey.
Betrachten Sie die Dinge aus einer anderen Perspektive. Revelio. Wie soll ich mich denn auf den Kopf stellen? Ich weiß es beim besten Willen nicht. Damit anfangen. Alter, schwierig. Ach, krass. Okay. Puh. Wohin? Hier ist alles spiegelverkehrt. Ich kann aber auch nicht darüber springen. Seht ihr, das blockiert für mich. Ich komme da nicht rüber. Hier verstehe ich nicht ganz, was ich tun soll. Moment. Das ist neu. Das macht so viel Spaß, da schwirrt mir der Kopf. Haha, krass. Okay. Ah, okay. Hier kann ich jetzt hoch. Okay. Ich checke, was hier vor sich geht. Da ist die nächste Hand, in der ich das dann platzieren muss. Gibt es hier eine Lootkiste? Nee, ne? Lumos. Da gibt es eine Lootkiste. Alter, das ist echt ein ziemlich krasses Rätsel. Muss ich schon echt gestehen. Also Respekt an die Entwickler hier. Wirklich. Okay, da kann ich nichts machen. Und hier? Revelio. Dann nehmen wir doch die hier. Ach hier. Vengadium Leviosa. Okay. Revelio. Okay. Lumos. Vielleicht sollte ich die Laterne in diesen Raum ziehen, damit er sich wieder dreht. Vielleicht. Und dann machen wir das doch. Accio. Vingadium Leviosa. Okay. Krass. Nur Bücher und kein Spaß machen einen zum Vingadium Leviosa. Und die zweite Hand. Alter, was ein krasses Rätsel. Was ein Labyrinth, in das die uns da gesteckt haben. Okay, schreit nach dem Bosskampf. Es gibt wieder gratis Heiltränke.
Okay. Die Bitches mit. Ruhen Sie sich ruhig etwas aus, wenn Sie können. Wir sehen uns später. What the fuck? Sag mir nicht, das ist immer noch nicht vorbei. Okay, dann kriegt ihr eine richtig lange Folge von mir, aber ich will euch das echt an einem Stück geben. What the hell is that? Das darf ja nicht wahr sein. Geisteskrank. Mann. Habe ich irgendwas vergessen? Nope. Okay. Okay. Willkommen auf dem Friedhof. Holy shit. Was ein Keller, hä? Ob wir den Laden jetzt noch haben wollen? Ungemein kluge Seele haben diesen scheinbar unendlichen Kerker offenbar relativ unbeschadet durchquert. Und jetzt wollen sie sicher gehen. Alle verlassen mich, meist in einer Zwangsjacke und für immer. Langsam nehme ich es persönlich. Ich bin es leid, niemandem zum Spielen zu haben. Oh, ich weiß was. Wie wäre es hiermit? Wenn Sie mich in einem Geistesduell schlagen und mir unbeschränkten Zugang zum Laden gewähren, sagen wir, einen Tag im Monat, um etwas Spaß zu haben, signiere ich einen Vertrag. Worauf ich, mal sehen, bla 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 bla, oh ja, Sie und Ihre Kunden zu allen anderen Zeiten in Ruhe lassen werde und so weiter. Sie kriegen den Laden, ich mein Chaos. Klingt das annehmbar? Fantastisch. Dann kann es jetzt losgehen. Okay. Los, packen Sie mich. Packen Sie mich auf was. Alter, was baut er denn da alles zusammen? Der Spack. Was? Du hast Monster. Holy shit. Alter, und der hält richtig viel aus, ne, der Junge. Der macht aber Angriffe wie ein Ding. Wie ein Troll. Und den Troll haben wir schon des Öfteren besiegt. Also das soll jetzt nicht der Schaden nicht sein. Von oben. Nice. Easy. Ah ja, und noch Puppen auch noch dazu. Okay. Ah, ich bin nicht ausgeglichen. Oh shit, hat er mich erwischt. Du.
versuchen Sie doch mal, die Dinge aus meiner Sicht zu sehen. Ach du Scheiße. Jetzt kommt's. Haha, Kopf über. Okay. Dann Kopf über. Confringo! Incendium! Hat er uns gekippt? Stufe. Incendio. Ach hier. Stufe. Ja, aber damit kriegen wir ihn jetzt ordentlich. Aber es ist auch mal cool, aus der Perspektive zu kämpfen. Oh. Verflucht und tschüss. Gott, sehen wir gut aus. Sieh an! Endlich jemand, der meines akribisch geplanten Spielplatzes würdig ist. Schön, endlich wieder etwas Spaß in meinem kleinen Verlies zu haben. Nichts geht über eine schöne Herausforderung. Ah, eine verwandte Seele. Was den Vertrag angeht. Ich bin ein Poltergeist, der sein Wort hält. Na schön. Ich stimme zu. Allerdings mit einem kleinen Zusatz. Hurra! Schluss mit dem unbefriedigenden Herumgepolter im kläglichen Nichts. Moment mal, sagten Sie, ein kleiner Zusatz? Ganz recht. Wenn ich einen erfolgreichen Laden mit vielen Kunden führen möchte, müsstest du dein Chaos nach 9 Uhr abends stiften. Wärst du damit einverstanden? Wären Sie auch mit mindestens 2 Tagen pro Monat einverstanden? Wäre ich. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Nun bin ich gut gemacht. Ich wurde nicht enttäuscht. Was für eine freakige Folge, Leute. Cassandra hat einen perfekten Spielkameraden aufgetrieben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mann. Okay, meine Lieben, das heißt aber an der Stelle, lasst mir gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ihr kriegt sogar von mir 2 Fakten, weil es war eine Doppelfolge. Und zwar zum einen hat Harry Potter Angst vor Tauben. Und als zweiter Fakt zu Harry Potter ist, der Name Harry Potter wird in der Buchreihe über 18.000 Mal erwähnt. Richtig krass. Gut, dann sprechen wir mal mit Penny. Sind wir mal gespannt, was sie zu sagen hat. Dass sie uns hier so in so eine Falle gelockt hat. Die Bitch. Hallo, Penny? Oh, Penny ist so froh, dass Sie zurück sind. Du wusstest genau, wohin diese Truhe mich führen würde. Penny dachte schon, es würde noch ein weiterer Ladenbesitzer in St. Mungo enden. Noch ein Ladenbesitzer? St. Mungo? Das musst du mir erklären, Penny. Penny, bitte hör auf, die Luft anzuhalten. Sag mir, was los ist. Oh, bitte vergeben Sie, Penny. Penny darf Ihnen nichts erzählen. Aber wie kann es sein, dass du mir nichts sagen darfst? Ich habe diesen Laden gekauft. Penny ist verwirrt. Penny dachte, wenn sie zurückkehren, würden sie den Laden besitzen. Du hättest die Wahrheit sagen und dich entsprechend bestrafen sollen. Ich muss jetzt Officer Singer suchen. Penny tut es leid. Penny wollte ihnen alles verraten. Wirklich? Officer Singer wird wissen, was zu tun ist. Penny wird hier warten. Sehr schön, meine Lieben. Also, nochmal, danke für die Unterstützung. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.